Omas Rinderschmorbraten aus dem Dutch Oven. Mega lecker, mega einfach, bleib dran! Was richtig Leckeres. Deswegen machen wir heute Omas Rinderschmorbraten aus dem Dutch Oven. Und welche Zutaten wir hierfür brauchen, das erzähle ich euch jetzt. Wir brauchen natürlich einen richtig guten Braten, vernünftiges Rindfleisch. Diesmal haben wir jetzt hier 1200 Gramm aus der Oberkeule, einfach rausgeschnitten, richtig schönes Stück. Dann brauchen wir eine Handvoll Kartoffeln, 3 Karotten, 2 rote Zwiebeln, eine kleine Paprika und dann Gewürzen. Nehmen wir heute ganz einfach Pork und Beef Gewürz. Du kannst einfach nur Salz und Pfeffer nehmen. Den Dalmatian Rub, wir verlinken den hier oben für dich nochmal. Also ein richtig guter Rub für Rindfleisch. Aber wir nehmen heute einfach nur mal ein bisschen was Herbstliches. Von daher den Pork and Beef Rub. Und natürlich brauchen wir noch ein bisschen Flüssigkeit. Und da rühren wir uns einfach nur 1,5 Liter Rinderfond an. Und zum Anbraten brauchen wir noch natürlich ein bisschen Öl und ganz wichtig, unser Dutch Oven. Und wie wir das jetzt machen, das zeige ich dir jetzt. Wir nehmen heute hier den 4,5er Dutch Oven für eine vierköpfige Familie. Absolut ideal. Von der Größe her reicht er völlig aus. Das Erste, was wir natürlich brauchen, richtig brutal Hitze. Von daher habe ich jetzt hier einfach ein paar Kokoskohlen vorgeglüht. Die kommen jetzt unterm Dutch Oven. Wenn der Dutch Oven heiß ist, dann geht's weiter. In der Zeit, in der unser Dutch Oven jetzt richtig Hitze bekommt, werden wir jetzt hier unseren Rinderbraten natürlich noch würzen. Wie gesagt, einfach mit dem Magic, das Gewürz nicht. Natürlich mit dem Pork and Beef Gewürz, einfach von allen Seiten einmal einwürzen. Dann ist unser Rumwürzen und Auswürzen. So wird's gemacht. So wird's gemacht. So sieht's aus. Einfach von allen Seiten großzügig mit Würze versehen. Und wenn was auf dem Deckel kommt von dem Gewürz, dann ist es auch völlig egal. Weil es kommt ja eh alles in den Topf. Und von daher sind wir da auf der richtigen Seite. Jetzt ist unser Dutch Oven richtig heiß. Jetzt kommt ein bisschen Öl rein und dann wird der Rinderbraten allen Seiten angebraten. In der Zwischenzeit, wo unser Rinderschmorbraten richtig von allen Seiten richtig schöne Röstaromen kriegt, werden wir natürlich unsere Brühe noch anrühren. Dafür nehmen wir einfach jetzt hier einen Rinderfond. Und dann haben wir 1,5 Liter Wasser. Da kommen 2,5 Esslöffel Rinderfond rein. Und dann rühren wir das einfach alles nochmal schön durch. Auf jeden Fall warmes Wasser oder heißes Wasser benutzen. Erstens verteilt sich das einfach viel besser. Und zweitens kühlt denn unser Dutch Oven nicht sofort gleich aus. Omas Rinderschmorbraten durfte jetzt von allen Seiten richtig schöne Röstaromen ziehen. Jetzt werden wir es einfach nur noch so machen. Wir werden alle Zutaten, das heißt die Kartoffeln, die Karotten, die Zwiebeln und die Paprika in den Dutch Oven mitfüllen. Dann übergießen wir das Ganze mit der Brühe, schließen den Deckel des Dutch Ovens und verteilen Kohle oben und unten für die gleichmäßige mittlere Hitze. Und dann müssen wir einfach nur noch 2 bis 3 Stunden warten. Zwei Stunden sind vorüber. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal reingucken, aber bevor wir reingucken, schauen wir uns mal die Kohle an.
Heute ist nicht wirklich ein windiger Tag hier bei uns gewesen, aber die Kokosbriketts, also die haben ihre Sache nicht sonderlich gut erfüllt. Also hier sehen wir noch die letzten Überreste und das nach nicht mal 2,5 Stunden. Echt nicht gut. Deswegen haben wir jetzt hier gerade nochmal was nachgezündet. Wenn du sehen willst, welche Briketts richtig gut sind, wir verlinken es euch hier oben nochmal. Haben wir ein Video gemacht, 4 Brikett-Sorten. Der Manuel hat es für euch getestet. Da sind auf jeden Fall bessere dabei, wie die wir heute hier benutzen. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Deckel auf und schauen mal rein. Also den Deckel mal vorsichtig öffnen und dann schauen wir mal rein. Jo, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde sagen, wir haben natürlich hier enorm viel Flüssigkeit drin, ganz klar. Wir haben 1,5 Liter Brühe reingekippt und dann geben die Zwiebeln auch relativ viel Flüssigkeit ab. Aber auf jeden Fall, wir werden den Deckel jetzt dann nochmal schließen, nochmal kohlen, verteilen unten und oben. Wir sehen hier blubbert mal gar nichts mehr, ist noch heiß, aber kochen tut hier gar nichts mehr. Von daher werden wir jetzt hier nochmal einfach ein bisschen Kohle verteilen und den Deckel nochmal schließen. Jetzt ist noch mal eine halbe Stunde vergangen. Jetzt öffnen wir einfach den Deckel, lassen den Deckel geöffnet daneben liegen, damit dann die Flüssigkeit sich einfach noch mal einreduzieren kann, wir eine richtig leckere Soße dazu haben. Und in einer halben Stunde, für dich in wenigen Sekunden, nehmen wir das Fleisch raus, dann wird es angeschnitten und verkostet. Und wenn du denkst, das Fleisch war jetzt nur zäh? Nein, ganz im Gegenteil. Ultra zart. Siehst du, wie einfach ich das auseinanderziehen kann? Mega lecker. Und da ist er, der hübsche Mann neben mir. Eigentlich war ja nicht der Plan, dass ich zum Drehen komme. Nö, du warst halt einfach da und hat gesagt, komm, nimm die Kamera in die Hand, aber ab geht's. Und bevor es jetzt kalt wird, nehmen wir mal das saftige, zarte. Mega. Das ist zart, oder? Ja, Hammer. Geschmacklich eine Bombe. Und dazu jetzt die wunderbar einreduzierte Soße, die geschmacklich richtig Bombe ist. Ohne nachzuwürzen, muss man dazu sagen. Einfach das Gewürz genommen rein. Richtig. Und Hammer. Rosenkohl gibt es dazu. Der eine liebt Rosenkohl, der andere mag es gar nicht. Ich lieb's. Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Der labert schon wieder viel. Ich würde sagen, macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wir sehen uns am Sonntag wieder um 12 Uhr. Genau. Und zwar 2 Videos die Woche. Genau. Sonntag und Donnerstag. Und zwar, wenn's wieder heißt MG Barbecue. Boah. Das war gut.